Hey San und willkommen zurück bei einem weiteren Thementalk. Lang, lang ist's her. Ich glaube, wir waren so ein bisschen im Winterschlaf damit. Haben jetzt, glaube ich, ein, zwei Monate mal nichts rausgebracht da in der Hinsicht. Aber dafür jetzt mit einem umso größeren Kracher. XCOM steht ja auch vor der Tür. XCOM 2. Und da haben wir uns natürlich nochmal die Chance genommen, über XCOM zu reden, da wir ja auch kleine Xbox-Fanatiker sind. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch noch Retro-P. Hallo Retro-P. Uhu. Oder um es mit den Worten auf der Statue zu sagen, building a brighter future together. Ganz genau. Und ich glaube, da könnte man schon gleich anknüpfen. Wir reden ja wahrscheinlich nicht nur über die alten XCOM-Teile, sondern auch so ein bisschen über XCOM 2. Und wo du das schon so schön gerade sagst, in dem Teil ist es ja so, dass die Aliens tatsächlich die Invasion... Holy Spoiler! das ist die Ausgangssituation. Ich glaube, mehr Spoiler wird es zu XCOM 2 natürlich im Steamcast geben, der vermutlich sogar noch früher rauskommt. Schau ich mal. dann wisst ihr schon. Jedenfalls, da ist es ja so, dass die Aliens bereits die Invasion quasi gewonnen haben und schon 20 Jahre herrschen. War das für dich eigentlich eher was Schlechtes oder hast du dich darauf jetzt gefreut, dass das so ausgegangen ist? Weil man selber hat ja in XCOM 1 die ganze Zeit verzweifelt schon versucht, die Aliens davon abzuhalten. Erstmal finde ich es eine sinnvolle Idee, weil es erlaubt denen sehr viele Sachen einzuführen, die vorher nicht drin waren und man fühlt sich nicht die ganze Zeit so, als wäre man mit der Fliegenklatsche unterwegs im normalen Modus oder würde gerade von einer riesigen Herde überrannt werden in den schwierigeren Modi. Und vor allen Dingen fand ich die Begründung dafür auch sehr witzig. Der Publisher meinte ja, die meisten Leute, die XCOM das erste Mal gespielt haben, haben verloren. Daher haben wir uns entschieden, dass es jetzt die Story, so wie es tatsächlich passiert ist, und gehen von da aus weiter. Finde ich super, weil es stimmt. Also, ich habe nicht das erste Mal gewonnen. Es ging ziemlich schnell kaputt. Ich glaube, das erste Mal habe ich tatsächlich gewonnen, aber ich habe natürlich, weil das mein erstes Rundenstrategiespiel so wirklich war, habe ich dann auch auf leicht angefangen. Das heißt, ich hatte natürlich auch keine großen Gegner. Aber klar, sobald man auf mindestens den klassischen Modus stellt, kommt man schon sehr, sehr schnell an seine Grenzen. Das ist wahr. Da, ich glaube tatsächlich, das habe ich gestreamt damals und ich habe nur zwei Folgen gemacht, weil mein Co-Kommentator keine Lust mehr darauf hatte, meinen Soldaten nur beim Sterben zuzugucken. Es hat sich nicht viel getan seitdem, dann habe ich den Schwierigkeitsgrad geändert und es fing mit dem Sterben von vorne an. Aber das ist, macht auch den Reiz des Spiels aus, muss man ja einfach so sagen. Ich finde auch, also bei XCOM war es bei mir jetzt tatsächlich aber auch immer so, mir hat der erste Teil des Spielens, also nicht hier der erste Teil im Sinne von XCOM Enemy Within, sondern jetzt wirklich so die erste Hälfte des Spiels quasi immer am meisten gefallen, wo man eben noch nicht so diese übergroßen Waffen hatte und mit irgendwelchen Paladin-Rüstungen umhergeflogen ist, sondern hat mich gerade hier so ein blödes Announcement rausgehauen. Dass man tatsächlich noch so diese normalen Rekruten hatte und so einen, ich sag mal, etwas primitiveren Kampf gegen die Aliens geführt hatte, die halt dann auch noch diese Thin Man und die Greys hatten. Ich wechsle auch immer so ein bisschen zwischen den deutschen und den englischen Begriffen, aber das sollte ja nicht so groß auffallen. Und später ist es ja dann so, dass die Gegner auch immer größer werden, immer schlimmer ausgerüstet sind. Aber ich finde, hinterher ist man in beiden Seiten irgendwie nur noch OP. Ich habe irgendwie so diese ersten Momente immer am liebsten gemocht. Ja, es hatte auch durchaus einen Reiz. Vor allen Dingen waren da halt auch noch Sachen, die immer funktionieren, wie eben Granaten zum Beispiel, viel relevanter. Also später natürlich gibt es auch Sachen, die sehr hohe Wahrscheinlichkeiten haben, wenn du da mit deiner Flugrüstung irgendwo im Himmel mit deinem Sniper unterwegs bist, ja super, da hast natürlich 100% Chancen. Und wenn er dann noch in the zone ist, startest du halt und schießt halt alles weg. Ich finde das tatsächlich auch spannend oder gerade dann halt spannend, wenn die Kämpfe relativ knapp sind. Ist natürlich immer frustrierend, wenn man dann schnell verliert, aber das ist halt eher so ein
Ding, was mir halt beim ersten Teil sowieso nicht so gut gefallen hat. Also zum Beispiel selbst bei der Kampagne, die ich momentan ja spiele, läuft es ja relativ gut, was die Missionen betrifft. Aber es droht halt trotzdem relativ schnell vorbei zu sein, dadurch, dass man, wenn man einmal einen Kontinent verloren hat in dem ersten Teil, man den nicht wiederbekommen hat. Soll heißen, man nähert sich der Niederlage einfach nur an und spielt gegen die Zeit. Das ist ein bisschen besser gemacht beim Long War Mod. Genau, und man ist halt auch mal so ein bisschen dann darauf fixiert, anders als es dann hinterher bei diesem Long War Mod oder später jetzt auch in den XCOM 2 wahrscheinlich sein wird, dass man das Ganze eben so schnell wie möglich über die Reihe bringt, quasi. Mhm. Dass man so wenig Kontinente wie möglich dabei dann verlieren kann. Und jetzt bei dem neuen Teil ist es ja dann doch eher so, dass man die immer wieder zurückerlangen kann. Mhm. Aber die ganze Zeit eben gegen diesen Countdown ankämpft, an dem die Aliens natürlich arbeiten. Und jedes Mal werden die Aliens halt ein bisschen verbessert. Und das finde ich tatsächlich eine ziemlich coole Idee, die sie da gebracht haben. Und ich habe schon einige Sachen gesehen, die mich ziemlich aufregen werden, wenn die das schaffen. Also, ich weiß nicht, wie viel du da jetzt von den Gegnern zum Beispiel schon kennst. Ich will da auch nicht zu viel spoilern, das tue ich wahrscheinlich dann eh schon in den nächsten. Aber eine Sache kommt noch relativ früh, die kann ich wahrscheinlich jetzt schon verraten. Es gibt dann hinterher die Shapeshifter, also die Gestaltwandler. Mhm. Und dann gibt es so eine Möglichkeit, dass in jeder nächsten Mission, für einen Monat lang, glaube ich, in jeder Mission mindestens ein Gestaltwandler dabei ist. Das heißt, wenn du da irgendwelche Zivilisten retten willst, dann stehst du da in dem Kreis, willst, dass der wegrennt, und dann verwandelt er sich plötzlich in diesen Gestaltwandler und haut dich tot. Und das könnte dann theoretisch zum Beispiel in jeder Mission passieren. Ja. Ich mag überhaupt, was sie so gemacht haben mit den Gegnertypen, dass da viel mehr Abwechslung und viel mehr Fähigkeiten dabei sind. Also man kann natürlich sagen, ja, im Grunde ist das Spielprinzip das gleiche geblieben, aber sie haben eigentlich so fast alle Kritikpunkte, die man so haben kann, also hatte, überarbeitet, also an ganz vielen Stellen. So, keine mal. Ich meine, was wäre so für dich das, was du so als das entscheidende Änderung gesehen hast, für das, von dem man jetzt schon gesehen hat? Das Entscheidendste, was sich da geändert hat, ist vielleicht dieser Guerilla-Modus, den man jetzt hat. Du hast ja wirklich jetzt immer die Möglichkeit, auch noch einen bestimmten Stealth-Modus quasi zu nutzen. Zumindest in gewissem Maße, sag ich mal. Aber du kannst dir dann in diesem Sinne halt auch die Ziele ein bisschen leichter machen, indem du einfache Gegner erstmal umgehst und vielleicht dann hinterher gezielt irgendwo angreifst, anstatt erstmal wie in dem ersten Teil quasi sofort alle Gegner gegen dich aufzubringen. Mhm. Dann wie Rambo da durch das Gelände zu rennen. Finde ich tatsächlich auch genau die ganz entscheidendste Änderung. Am ersten Teil war es halt viel so, wenn man im schwierigsten Schwierigkeitsmodus hingegangen ist, man ist ja diese Gegend gekommen, wusste nicht, wo die Aliens sind, musste also unheimlich langsam Fortschritte machen, damit man nicht direkt in eine Falle tritt und jede Menge Aliens aufdeckt, was einmal nicht besonders realistisch war in dem Teil, weil, hey, wir besitzen in dem Fall volle Kontrolle über die Erde und mag unser Budget auch nur aus $50 bestehen, wir haben Satelliten und was nicht alles, wir müssten ungefähr wissen, wo die Aliens sind, wir müssten da hinkommen und den Vorteil haben und nicht den Nachteil. Und in XCOM 2 kommt man ja dann immer, so wie ich es verstanden habe, erstmal im Stealth-Modus an. Soll heißen, man kann sich erstmal ein bisschen umsehen. Und es gibt tatsächlich... Immer, aber in den meisten Missionen. Ja, genau, oft. Auch nicht in den Bases-Souls und was es nicht alles gibt. Aber im Regelfall halt man das Setup haben, dass man in eine Mission kommt, erstmal sich ein bisschen umsehen kann, Positionen erobern kann. Man muss dann halt dem Sichtkreis ausweichen und kann sich dann, wie du sagst, in Position bringen. Und tatsächlich auch Hinterhalte bauen, was das Spiel halt auch abwechslungsreicher gestalten wird, hoffentlich. Also viele Missionen im ersten Teil haben sich ja dann doch sehr, sehr ähnlich gespielt. Ja.
Genauso finde ich auch die ganzen Möglichkeiten der Waffenmods und der neuen Klassen ziemlich gut gemacht. Ich weiß ja nicht, inwiefern du dir die Waffenmods da so angesehen hast. So, okay. Und nach einer weiteren kleinen technischen Störung, die ich hoffentlich jetzt endgültig beheben konnte. Alien Signal Interferences. Ich glaube auch, die Aliens haben damit zu tun. Wir wollten wahrscheinlich gerade wieder etwas Großes aufdecken. Und da haben sich die Aliens gedacht, nee, so ist das nicht. Und haben mir dann hier reingeredet. Ja, jedenfalls, da sind wir wieder zurück. Und wir haben natürlich gerade von unseren Erlebnissen in XCOM geredet. Und eine ähnliche Geschichte, wie du sie hattest, habe ich auch gehabt. Nur, dass nicht ich in die Luft gesprengt wurde, sondern, wer war das nochmal? Ich glaube, war das nicht sogar du, der in die Luft gesprengt wurde? Das weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall so, dass ich mit Anpu einen Raketenwerfer genutzt habe. Und ich wollte die Aliens vernichten. Dummerweise stand aber einer der Soldaten, ich glaube, das warst sogar du, stand dummerweise an der Seite und hat, oder war das Grauton? Ich glaube, es war, naja, einer von euch beiden. Jedenfalls stand dann an der Seite in der Deckung und Anpu hat so dermaßen daneben geschossen, dass er halt mit dem Raketenwerfer gleich den Soldaten in die Luft gesprengt hat und der war dann natürlich auch gleich tot. Ja, da fällt mir auch eine ähnliche Story zu ein. Und zwar, ich habe ja auch noch die normale Story von, also den, ja, tatsächlich auf normalen Schwierigkeitsgrad, das Ding, das ist der Possible Iron Man Challenge. Habe ich zwar nicht weiter geuploadet, weil es da mit der Folge, die drangekommen wäre, da gab es mal wieder irgendein Problem mit der Folgendurchnummerierung, dann war mir das zu kompliziert, das vernünftig zu durchschauen, deswegen liegt das auf der Platte und ist irgendwie brach. Aber da gibt es ganz spät in der Staffel eine Szene, da kämpfe ich, glaube ich, zum ersten oder zweiten Mal in der Staffel gegen Exalt und habe halt eigentlich schon fette Rüstung, ich weiß nicht, ob es da schon Titanrüstung ist, aber auf jeden Fall schon eine ziemlich gute Rüstung und ein komplettes Sechser-Squad und bin halt so am Erzählen, ja, Exalt, die sind ja eigentlich nicht mehr gefährlich, sobald man vernünftige Truppen hat. Aber dann habe ich die Mission verwechselt und verwechselt, was ich genau tun muss. Das war so eine Beschützermission, wo man erst einen Sender und dann das andere Ding beschützen muss, wenn sie das eine hinbekommen, irgendwie sowas. Und hatte dann ein Haus, wo alle meine Leute reingelaufen sind, was sie beschützen sollten. Das war das Erste, was ich beschützen sollte. Das Zweite war irgendwo hinten und ich habe dann die ganzen Exhals aufgedeckt und das waren bestimmt irgendwie 10, 15 Stück, das sind ja manchmal etliche. Aber ganz viele davon waren auf einer Stelle direkt hinter dem Haus bei einem LKW und halt direkt auch bei diesem zweiten Eroberungsding. Ich denke, ja, kein Problem. Ich kann mir denken, was kommt. Ich will eine Rakete reinschießen. Ziel ganz viel, rutsche mit dem Finger ab und schieße mit einer Rakete A in mein komplettes im Haus positioniertes Squad rein, B lasse ich das Ding explodieren, was da stand und D habe ich damit auch meinen A, B, D, naja, läuft. Habe ich damit meine gerade erst Level, gerade erst vom Rekrutenstatus zum Soldaten beförderte ewige Seelenqual fast über den Haufen geballert, die diese Mission leider auch nicht überlebt hat. Und die Mission war dann auch eine der ersten der Staffel, die ich nicht bestanden habe, weil dann habe ich es nicht mehr geschafft, die Exalt davon dran zu hindern, zu dem zweiten Ding zu kommen. Das war eine tolle Rakete. Oh ja, sowas kenne ich. Wie gesagt, solche Geschichten haben wir, glaube ich, beide schon zu Genüge gehabt. Aber was mich auch sehr aufgeregt hat, war eine Geschichte, die konnte ich leider kaum aufnehmen. Ich glaube, ich habe irgendwann mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, das ist beschädigt und so weiter. Da habe ich das im Hintergrund so lange laufen lassen, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr ging. Und da war es dann auch so, das war diese Geschichte mit diesem Fischerdorf. Du kennst das wahrscheinlich. Ja, da stecke ich gerade. Das ist die Mission, wo ich gerade in der Impossible Iron Man Challenge drinstecke, die ich noch nicht fertig habe. Oha. Bei mir war es dann, glaube ich, irgendwie so, ich hatte, also was das angeht, rein theoretisch, wenn du da genug Leute hast, die, wenn du zwei Mechs hast und
was hatte ich, glaube ich, noch einen schweren und zwei Präzisionsschützen. Damit lief das eigentlich immer ganz gut. Die Mechs haben die Leute mal abgewehrt, wenn die gerade rauskamen. Die anderen rennten schnell nach oben, haben den Button gedrückt und so weiter. Das ging eigentlich mal ganz gut. Aber in dieser Mission ist einiges schiefgelaufen und irgendwie hat es da lustigerweise bei mir auch die Seelenqual erwischt. Ja. Die wurde irgendwie zieht die sowas an, glaube ich. Die wurde denkbar. Dann von einem von diesen Viechern, wie heißen die nochmal? Ich konnte mir den Namen nie merken. Ich auch nicht. Wie heißen sie denn nochmal? Naja, diese Läufer halt. XCOM, Feinde. Ja, es sind jedenfalls diese Krabbler. Chrysaliden, genau, die Chrysaliden. Haben die dann natürlich getötet und gleich zu einem Zombie gemacht und dann konnten wir gleich unsere ehemalige Kameradin über den Haufen schießen. Ach nee, nicht mal über den Haufen schießen, sondern ich musste tatsächlich mit einem Mech zu ihr hingehen und ihr nochmal mit der Düsenfaust ins Gesicht schlagen. Warum bleibst du nicht tot, Seelenqual? Also es war schon eine höchst dramatische Folge, wo ich mich richtig geärgert habe, dass ich die nicht aufnehmen konnte. Das war immer so, zu den Zeiten, ich habe so viele Sachen drin gehabt, die waren einfach irgendwo schon so finalverdächtig. Die wären bei jeder Serie, wäre die als Final da gekommen. Und dann gibt es normalerweise immer irgendeinen technischen Defekt und deswegen klappt der ganze Mist nicht mehr. Aber eine ähnliche Geschichte kenne ich auch noch bei der Verteidigung der Basis. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob die fest mit drin ist oder ob man die nur irgendwann macht, wenn man mal zu lange braucht oder so. Nee, die kommt automatisch nach dem Angriff auf das Mutterschiff. Ach so, okay, die kommt direkt. So viel Zeit und dann passiert die. Okay, ich wusste nicht, ob das zufällig kommt oder ob es jetzt geskriptet ist. Jedenfalls, da war es auch ähnlich, da hat es unseren Grauton erwischt. Nachdem. Nein, Grauton ist tot. Ja, der ist nämlich an eine Treppe gelaufen, wollte vom Gelände aus irgendwo hinschießen und dummerweise war es dann so, dass unter ihm, in einem Schatten, der stand direkt hinter so einer kleinen Kiste, den man von der Brüstung aus gar nicht gesehen hatte, das einzige Feld in dem verdammten Raum, das ich nicht sehen konnte. Und genau da steht der Kerl. Rennt also auch dahin. Das war, glaube ich, so ein Mython oder so. Er schießt unseren Grauton, der liegt noch stabilisiert da. Sollte noch stabilisiert werden. Und ich schaffe es tatsächlich noch, Moment, wie war das jetzt? Ach nee, genau. Der war erst mit dem zweiten Schuss, wäre er, glaube ich, gestorben. Und, ich bin dann also noch mit einem anderen dahin gegangen, mit meinem letzten Zug quasi, und stehe dann genau auf der Treppe. Und er schafft es nicht, diesen doch eigentlich recht frei dastehenden Gegner zu treffen. Ne? Da steht er einfach nur und kann nicht schießen. Hat auch keine Granaten und so weiter. Und dann wusste ich schon, okay, das ist jetzt das Aus für Grauton. Der wird dann auch noch getötet. Also er wird abgeschossen und kann drei Runden lang stabilisiert werden. Und du kennst diese Gruppe vielleicht, kennst ja diese Mission wahrscheinlich auch. Du kriegst dann halt immer wieder Verstärkungen reingeschickt und die kannst du halt nicht selber ausrüsten und alles. Also doch, warte ich die ganze Zeit. Die Feuer in der Basis, wenn die Ausrüstung, die sie in der Basis standardmäßig haben, haben sie auch in der Base-Verteidigungsmission. Ja, nur leider geht das Ganze nicht. Bei mir ist es immer so, ich drücke mal Gegenstände abgeben und schicke die derzeitige die derzeitigen Sachen immer rein. Steht und, auch ganz wichtig oben im Guide dabei. Dementsprechend war es dann aber auch so, dass mir die Verstärkungsleute die ganze Zeit immer nur Leute mit Granaten geschickt haben, anstatt ein verdammtes Medipack mal damit zu liefern. Ja, und so ist dann Grauton auf jämmerliche Weise verblutet über mehrere Runden. Ja. Das Gefühl kenne ich. Ich hatte tatsächlich bei der Base Defense im normalen Modus, war ziemlich witzig. Ich habe Stellung bezogen mit meinem übertrieben mächtigen Trupp im normalen Schwierigkeitsgrad.
in dem ersten Raum, habe alle auf Overwatch gestellt und einfach nur gewartet, zwischendurch jemanden rübergeschickt, um Leute aufzudecken. Und selbst der Commander, der da reingescheppert kam und die Disc und was da alles so ab und an mal vorbeigeschaute, wurde einfach vom Overwatch-Feuer zerrissen. Es war sich vielleicht nicht so spannend, das zu sehen, aber es war sehr witzig, das zu spielen. Und nur, ich sitze das jetzt aus. Ich stehe hier gut. Ihr wollt uns erobern. Ja, so ähnlich hatte ich das bei mir aber auch gemacht. Das ist einfach die beste Position, wenn du einfach jemanden hast und du eigentlich, wobei ich muss sagen muss, in dem ersten Raum, wo du da bist, das ist ja dann diese Zentrale, wo auch die Weltkugel ist und so weiter, da hast du immer so ein kleines Problem, dass du halt von beiden Seiten immer abgeschossen werden kannst. Wie bitte? Am Anfang, später kommen ja keine mehr von hinten. Ja, aber halt in den ersten Runden ist es halt so, dass da sehr viele von diesen Discs und so weiter da immer kommen. Mhm. Und ich muss aber sagen, tatsächlich ist der Raum am besten zu verteidigen, weil die Verstärkungstruppen relativ schnell kommen. Mhm. Und du hast ja dann noch diese blauen Einheiten. Ich glaube, ja. Es waren eigentlich alles Hausmeister gewesen. Also so wie die schießen wahrscheinlich. Ja, sie kamen sehr nah an der Hausmeister ran. Mit irgendeinem Putzmittel. Wir können die nicht gerade ausschießen. Deswegen, ja, die hatten, glaube ich, für mich immer schlechtere Wahrscheinlichkeiten zu treffen als ein normaler Rekrut. Aber ja, sie haben doch oft ihren Job noch getan, und wenn es oft irgendwelche Harakiri-Missionen waren. Ja, man konnte sie gut immer irgendwo hinstellen, wenn man nicht wollte, dass auf einen Kollegen hinter Halfcover geschossen wird, dann stellt man die einfach ohne Deckung in die Reichweite vom Gegner und dann schießen die auch immer auf die drauf. Ich habe sogar einen, der wurde von der Disc beschossen und hat überlebt. Das war sehr seltsam. Ich finde es aber da in dem Spiel auch sehr cool, wenn du dort wirklich genug Abschüsse mit den Leuten machst, dann kriegen die auch eine Beförderung und kommen auch in deinen Squad. Mhm. Das ist tatsächlich ganz cool. Weil da kannst du auch mal ganz schnell ein paar Leute rekrutieren mit. Wenn man sie am Leben halten kann. Mhm. Und wir haben ja jetzt doch schon eine ganze Menge über diese Gegnereinheiten gesprochen, mit Chrysaliden und was weiß ich. Und jetzt in XCOM 2, um nochmal schön überleiten zu können. Hehe. Wow. Jaha, werden ja nochmal einige neue Einheiten kommen und andere Einheiten werden ja nochmal groß überarbeitet. Mhm. Zum Beispiel die damaligen Greys sind ja jetzt quasi gar nicht mehr vorhanden, so wie man sie kannte, sondern das sind ja jetzt Aliens, die menschliche Gene bekommen haben. Mhm. Die werden also so ein bisschen mutiert. Und bekommen abgewackte psychonische Fähigkeiten von Anfang an. Oh ja. Aber ich muss sagen, die sind schon ziemlich cool. Also ich habe schon einige Missionen mit denen gesehen. Und wenn du so überlegst, die können einfach mal dahin laufen, Gedankenkontrolle machen und können dann einfach wieder wegrennen und lassen dich da mit deinem eigenen Teammitglied als Gegner da stehen. Hm. Ich hoffe auch, was ich jetzt noch nicht weiß, dass es mehr also Sachen in Richtung Betäubungsfähigkeiten geben wird, gerade deswegen, weil das ja eine häufigere Sache sein wird. Ich meine, es gibt natürlich Methoden, um gegen Mind Control sich zu wehren, aber die wird man ja nicht sofort am Anfang haben, obwohl ich glaube, man kriegt ja die psionischen Fähigkeiten in XCOM 2 wesentlich früher als in XCOM 1. Dennoch wird das wahrscheinlich ein Weilchen dauern, bis man sich sinnvoll dagegen wehren kann, und deswegen hoffe ich, dass es da irgendwie sowas geben wird. Ja, ich glaube schon. Auf Seiten der Aliens gibt es ja auch einige Betäubungsmöglichkeiten. Es gibt ja jetzt mittlerweile eine Einheit, die ja tatsächlich dafür auch nur dafür da ist. Die nennt sich ja im Englischen schon Stunlancer. Ich glaube, die heißt im Deutschen Betäubungslanzenträger oder sowas. Stunlancer klingt auf jeden Fall um einiges schnittiger. Betäubungslanzenträger, kurz BLT. Schick die BLTs, ja. Ja, ja. Entschuldigung, red weiter. Ja, und da gibt es halt jetzt auch diese Möglichkeit. Die können die Leute entweder nur desorientieren, dann hast du, glaube ich, Abzüge im Treffen und so weiter, oder aber auch total betäuben.
Das heißt, du liegst dann einfach die ganze Zeit nur noch da rum. Und ich weiß nicht, ob das eine Rundenzahl hat, die das abklingt quasi, oder ob du den wirklich dann einfach dann zum Schiff tragen musst. Das ist ja auch eine Neuigkeit. Du kannst ja mittlerweile gefallene Kameraden oder auch betäubte Kameraden und VIPs und so weiter kannst du alles tragen. Was auch irgendwie sinnvoll ist. Im ersten Teil. Ja, theoretisch könnten wir ihn retten. Aber leider haben wir kein Medikit dabei. Ich meine, ja, die Mission ist fertig, die Aliens ist tot und wir müssen nur noch den VIP evakuieren. Wir könnten ihn jetzt mitnehmen, aber. Das lag bestimmt daran, dass die damals in XCOM 1 noch alle Pistolen getragen haben. Da hatten die einfach zu viel Gewicht dafür. Da hätte eine zusätzliche Person auf dem Rücken wahrscheinlich die zu sehr überlastet. Das kann natürlich sein. Wer weiß, wie schwer deren Pistolen waren. Das kann ja 30 Kilo Pistole sein. Ja. Also, sah schon immer sehr schwerfällig aus, wenn die versucht haben, die Waffe zu wechseln. Und ich meine, die Pistole können sie nur ein. Also, der Heavy schafft es, sein fettes Maschinengewehr zu nehmen, das hinzustellen und zweimal innerhalb von kürzester Zeit zu feuern mit der Fähigkeit. Andere Leute schaffen es nicht, zur Pistole zu wechseln und dann mehr als zwei Schaden, also das Magazin leer zu schießen. Die schießen zweimal oder dreimal. Das Ding ist doch eine, hat es, glaube ich, hat eigentlich 6 Schuss oder 8 Schuss oder so. Oder vielleicht sogar 12, ich weiß gerade gar nicht mehr, was für eine Pistole die da benutzen. Auf jeden Fall mehr als drei. Ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, mich stört es auch gar nicht so, dass jetzt diese Pistole weg ist. Für die Ja. meisten, für den Scharfschützen gibt es die ja noch. Aber der Rest hat halt keine Pistole mehr. Und ich vermisse es nicht so wirklich, weil ehrlich gesagt, ich habe sie nur beim Scharfschützen genutzt. Ich habe sie tatsächlich auch bei anderen genutzt, um hier Aliens gefangen nehmen zu können, weil man damit ja weniger Schaden gemacht hat. Oder um meinem Assault, der dann mit der Schrotflinte ein bisschen weit weg steht, noch eine Chance zu geben, irgendwas zu treffen. Dafür war das schon ganz nice. Aber das braucht er ja dann ja gar nicht, weil er hat ja dann jetzt für den Ka Nahkampf ein Schwert und für den Fernkampf eine ganz normale Waffe. Insofern. Genau, ich glaube, du kannst. Genau, er kann immer noch ein Schrotgewehr nutzen, aber du kannst ihm auch ein normales Maschinengewehr geben. Ich glaube, das ist jetzt. Ja, das ist tatsächlich ähnlich wie bei XCOM 1 dann. Da darfst du das beides nehmen. Ist schon ganz praktisch. Vor allen Dingen, ich hoffe halt tatsächlich auch, dass mehr Skill-Builds irgendwie möglich und vertretbar sein werden. Ich habe zwar relativ gute Hoffnung, was das betrifft, gerade auch, weil psionische Fähigkeiten früher heißt natürlich, man kann schon früher bestimmte Synergien benutzen. Weil dann waren es im Endeffekt ja tatsächlich nicht sehr viele im ersten Teil. Also man hatte meistens zwei Builds, die waren okay und dann noch ein paar Mini-Variationen, wo du dann ein Skill irgendwie anders genommen hast oder irgendwie andere Ausrüstung benutzt hast und das war's. Musste man schon hier die Veränderung, dass ich weiß gar nicht genau, wie das Skill-Roulette hier, Fähigkeiten-Roulette als Modifikator von Anfang an nehmen, damit man ein bisschen mehr Varianz hatte. Das wäre schon ziemlich cool, wenn sie das wieder mit einbringen. Ja, das auch, Aber ja. es gibt jetzt noch eine Einrichtung, die du tatsächlich in XCOM 2 hast. Nennt sich, glaube ich, FKZ, glaube ich. Fortschrittliches Kriegszentrum. Und ich glaube, oder Guerilla-Kriegszentrum oder Oh, können sowas. wir bitte die deutschen Namen der Sachen alle nur mit Abkürzungen und Paragraphen benennen? Das klingt nach einem super Thema. In der Einheit KFZW Paragraph 34 kann man. Hauptfokussierung liegt auf den, wie heißen sie nochmal? Betäubungslanzenträgern. Ja, Die LTBs. die LTWs. Nee, aber was ich sagen wollte, du hast da in diesem FKZ hast du dann. Hast du dann tatsächlich noch die Möglichkeit Und da oder sind C und D. die Chance auf eine Möglichkeit, eine zusätzliche Fertigkeit für deinen Charakter zu bekommen? Das heißt, Okay. du kannst tatsächlich eine
eine neue Fertigkeit bekommen, wenn dieser Kerl das FKZ besucht. Aber das ist auch alles eine Wahrscheinlichkeit. Also, es kann sein, dass das passiert, es kann aber auch sein, dass der einfach nichts tut. Also ähnlich wie das ja nur eine Wahrscheinlichkeit war, ob jemand psionische Fähigkeiten hat im ersten Teil, wenn man die später testen kann. Ja, so ähnlich soll es wahrscheinlich dann so werden. Ja, aber dafür hast du ja jetzt, glaube ich, die Schattenkammer, Shadow Chamber. Mhm. Das habe ich auch gesehen. Finde ich aber auch wieder sehr gut, weil auch das, also wenn du mehrere Sachen hast, wo du Leute testen kannst, ob die diese Fähigkeiten haben, ob die da nochmal eine extra Fähigkeit bekommen, gesagt, also ich fand halt wirklich, Charaktere sollten sehr viel individueller sein. Also ich merke halt einfach, ich hatte richtig Spaß tatsächlich an der normalen Kampagne, einfach nur daran, weil ich nie wusste, welche Fähigkeiten kommen als nächstes und die Einheiten damit halt alle irgendwie einen eigenen Charakter haben, was halt nicht der Fall ist, wenn man es im normalen Modus spielt. Ja, dann haben sie halt irgendwie unterschiedliche Stats ein bisschen, weil ich ja damit noch mit Zufall gearbeitet habe, aber das war's dann mit Not Created Equally und sowas. Ja, so ähnlich finde ich das auch ganz cool. Bei mir war es dann auch immer so, ich habe zufällige, oder die Welt ist ungerecht oder sowas hieß das, wo dann jeder Rekrut unterschiedliche Stärken... Wo haben Sie das übersetzt? Ja, ich meine schon. Not Created Equally, die Welt ist ungerecht, super. Ich meine, klar, ist Synonym in bestimmten Kontexten. du machst es ja bei dir immer auf Englisch, ich habe die deutsche Version von dem Spiel immer gehabt, deswegen kenne ich immer nur die. Da hieß es, glaube ich, die Welt ist ungerecht. Und dann gibt es dann eben noch verborgenes Potenzial und solche Sachen, wo dann diese Sachen dann weiter zufällig aufgelevelt werden. Ja. Plus diese zusammengewürfelten Attribute. Ich hoffe mal, dass sie sowas Ähnliches dann jetzt auch in XCOM 2 machen werden. Das glaube ich aber auch schon. Und ich habe noch eine ziemliche Hoffnung darin, dass auch der Multiplayer von XCOM 2 recht boomen wird. Vom ersten hatte er ja auch so seine Anhänger. Ich habe es jetzt selber nicht großartig gespielt im Multiplayer, was daran lag, dass ich viel zu sehr mit dem Singleplayer beschäftigt war, aber gab es ja auch Turniere und sowas. Ja, und zu XCOM 2 wird es natürlich sowas auch wieder geben. Von daher wird wahrscheinlich ganz cool, besonders halt jetzt mit diesen zusammengewürfelten Karten, wo du dann halt nicht von Anfang an weißt, wo du hinlaufen musst, um jetzt den besten, die besten Vorteile rauszuziehen. Ja, das stimmt. Überhaupt halt eine größere Kartenbasis, das ist was, worauf ich wirklich hoffe, weil, naja. Ich meine, es hatte auch seinen Reiz, wenn ich so an den Anfang meiner fünften Staffel denke, dadurch, dass ich die eine Karte so oft gespielt habe, dass ich da so eine Rush-Strategie spielen konnte im Impossible Iron Man-Modus, weil ich wusste, dass an einer bestimmten Position niemals Aliens spawnen und man deshalb direkt zu einer bestimmten Position rennen kann, was man normalerweise im Impossible-Mode nicht so häufig tut, irgendwo hinrennen. Aber es wäre schon reizvoller, wenn es irgendwie Karten wären, die ein bisschen unterschiedlicher sind. Mhm. Auch wenn sie dann nicht 100% balanced sind oder sowas. Das ist okay. Ja, ich hatte das Video da ja gesehen, deine Rush-Taktik da. Mir hat es ja, ehrlich gesagt, wie ich ja schon geschrieben hatte, so ein bisschen die Magie von dem Spiel genommen. Wenn man immer genau weiß, wo welcher Gegner ist und wie man jetzt wie reagieren muss, das nimmt immer so ein bisschen was aus dem Spiel raus. Und ich hoffe doch mal, dass das jetzt mit dem neuen Teil, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen ändern wird und man wahrscheinlich noch einen größeren Wiederspielwert als jetzt schon mit XCOM 1 hat. Ja, ich meine, soll man auch sagen, du kommst dann nach Berlin, Germany und bist immer an denselben drei Straßen, denkst du dir auch, irgendwas ist hier kaputt in dieser Welt. Aber da hat es dann doch mal so ein bisschen Sinn gemacht, dass der Commander immer sagt, wo der Auftrag denn jetzt stattfindet. Ansonsten hättest du gedacht, das ist Brasilien, dabei stehst gerade in Tokio. Ja. Auch das mit dem Nummernkennzeichen, das ist mir sofort aufgefallen. Also das, wie gesagt, in der allerersten Folge, wo ich gestreamt habe, die ist, glaube ich, noch irgendwo auf meinem Kanal vergraben, aber jetzt nicht in den aktuelleren Playlists. Hatte ich auch mit Keks eine Diskussion darüber, warum denn das Auto kein deutsches Kennzeichen hat und sowas. Weil da hat es in Berlin angefangen. Total seltsam. Viele Sachen, wo sie nicht drauf geachtet haben beim Map-Design, ist ja auch klar, aber ja, naja, man findet immer was zu meckern. Das sowieso. Aber auch da wird es wahrscheinlich bei XCOM 2 schon einige geben, die jetzt da wieder meckern werden über irgendwelche Sachen. Aber ich finde, man sieht schon, was die für große Sprünge mittlerweile gemacht haben.
Und wenn man so bedenkt, wie es anders hätte laufen können, ich sag nur, wenn es jetzt so war wie Call of Duty oder sowas wäre, wo sie dann wirklich nur ein bisschen Sachen ändern, finde ich schon schade. Aber jetzt ist es ja wirklich so, die haben sich ja doch 3 Jahre, ja, 3 Jahre ungefähr, die haben es ja jetzt ein bisschen verschoben. Es sollte ja eigentlich Winter 2015 rauskommen, meine ich. Haben sie sich ja wirklich dann diese 3 Jahre nochmal hingesetzt, auf die Community gehört und alles so ein bisschen verändert, dass die Leute auch glücklich sind, die spielen wollen. Ich meine, klar, sie gehen ja quasi mit dem gleichen Prinzip dran, wie Call of Duty das früher auch gemacht hat. Soll heißen, viel ändert sich an dem Spiel nicht, aber sie haben halt punktuell wirklich einfach riesig die Sachen, die da sind, um jede Menge Features erweitert. Plus halt die Moddability, das ist kein Wort, aber das benutze ich jetzt, erweitert. Also sie haben halt wirklich einfach das Spiel komplett gemacht, kompletter zumindest erstmal. Aber ja, vom Grund, also wenn ich jetzt jemandem sage, sollte ich XCOM spielen, bevor ich XCOM 2 spiele, sag ich, nee, XCOM 2 ist dasselbe in gut. XCOM. Also zumindest von dem, was man bis jetzt gesehen hat. Das muss man dann erstmal spielen, um es dann wirklich sagen zu können, aber von dem, was ich mir davon erhoffe. Ja, wie gesagt, ich habe auch schon einige Sachen dazu gesehen. Ich habe auch schon einiges zum Plot gesehen und zu den Helden und so weiter. Es gibt ja zum Glück den einen oder anderen Kanal, der nicht so ganz darauf geachtet hat, dass da ein Embargo drauf ist auf die ganzen Geschichten. Deswegen hat man schon was sehen können. Die Sachen werde ich wahrscheinlich dann zum Steamcast erzählen können, wo es dann genau darum geht, damit das Ganze hier noch so ein bisschen spoilerfrei bleibt. Ja. Aber mehr oder weniger. Also, was wir jetzt erzählt haben, ist ja nur Grundsetting gewesen. Das stimmt. Ja, aber ich sehe auch schon, wir sind jetzt schon bestimmt 1 Stunde dran, mindestens. Ja. Dann sollten wir vielleicht langsam zu einem Fazit kommen. Jo, wird gut. Hoffentlich. Hoffentlich wird nice. Alien-Apokalypse. Sind jetzt in der Post-Alien-Apokalypse. Zeit, die Menschen-Apokalypse einzuleiten. Treten wir in den Arsch. Yippie-yay. Genau. Terrorismus, wir kommen, ne? Ja, Wir sind klar. ja diesmal Guerillakrieger. Aber eine andere Sache, die ich doch nochmal gerne dazu fragen würde, wenn jemand Rundenstrategiespiele liebt, so ähnlich wie XCOM jetzt, hättest du für den noch einen Tipp, was er noch spielen sollte? Klar, League of Explorers. Nicht League of Explorers, wie heißt es denn? Ich finde es gleich heraus, aber ein Spiel, das sehr, sehr ähnlich ist zu XCOM. Ich glaube, League of Renowned Explorers heißt es. Ich finde mal eben kurz heraus, wie es nochmal genau heißt. Hat einen Comic-Stil, aber sonst ein sehr ähnliches Setup. So heißt, man hat eine Homebase quasi und muss von da, ja genau, Renowned Explorers International Society heißt das Spiel. Und fängt dann die Missionen an, hat auch genauso eine Karte, es hat eine andere Perspektive ein bisschen. Das Interessante an dem Spiel ist, dass man immer verschiedene Möglichkeiten hat, an die Sachen heranzugehen. Also man kann Kämpfe pazifistisch gewinnen, man kann Kämpfe, also mit Waffengewalt gewinnen und solche Sachen. Ein sehr cooles Spiel, was sehr ähnlich ist wie XCOM tatsächlich, nur halt eine andere Prämisse hat. Man ist halt ein Team von Entdeckern, die alle verschiedene Eigenschaften haben und will halt so Indiana Jones-like irgendwelche Artefakte finden. Und hat dann halt als Konkurrenten auch Entdecker. Also ist ein schönes Spiel. Kann ich sehr empfehlen, wenn man sowas mag. Klingt auf jeden Fall interessant, ja. Ich hätte tatsächlich jetzt noch ein Spiel, was ich da noch empfehlen könnte. Hard West nennt sich das Ganze. Ist gerade, ich glaube, noch im. Also man sollte es jetzt noch nicht ganz kaufen. Ich glaube nämlich, es ist noch im Early Access Modus. Hat aber derzeit schon relativ gute, nicht nur gute Kritiken, sondern auch ein gutes Gameplay, sag ich mal. Es erinnert nämlich schon sehr stark an diese XCOM-Variante, nur dass du da noch ein paar andere Sachen drin hast. Zum Beispiel, dass du deine Deckungsmöglichkeiten zum Beispiel noch mit Glück erhöhen kannst. Jeder Charakter hat ein bestimmtes Glückwert. Und wenn das Glück mal ausgeht, dann wird es für ihn
einfacher getroffen zu werden. Und Ja, das ich, Ganze ist, ist eigentlich in so einem im Wilden Westen, sag ich mal, angesiedelt. Und, naja, sagt vielleicht der Name schon Hard West. Aber was vielleicht der ein oder andere noch nicht so ganz gedacht hätte, es geht hinterher sogar nicht nur über den Wilden Westen, sondern es bildet sich immer mehr nochmal ein Kampf gegen Dämonen heraus. Da hätte man quasi noch die Geschichte mit den Psi-Fertigkeiten dabei. Ja, ich sehe gerade auf deren Steam-Seite, das übrigens angeblich schon released ist, das Spiel. Es ist schon jetzt aus dem Early Access raus. Ah, angeblich schon. Also hier steht nichts von Early Access. Okay. Das heißt natürlich nichts, eventuell gibt es trotzdem noch Probleme damit. Dann nehme ich den Einwand zurück, aber schaut euch vorher ein Review dazu an. Genau. Wenn man da durch die Screenshots sieht, da sieht man auch erstmal, dass es tatsächlich sehr, sehr ähnlich aussieht, wenn ich jetzt XCOM im Wilden Westen vorstelle. Und auf dem letzten Bild sieht man dann auch direkt ein offenbare Dämonenbeschwörungsbild. Insofern, ja, sieht interessant aus. Jo, und wir haben ja jetzt noch ein paar Tage Zeit, bevor XCOM 2 rauskommt, aber ich glaube, wir haben beide schon geplant, das Ganze auch hinterher zu streamen, beziehungsweise hinterher auch eine Staffel dazu rauszubringen. Ja, das stimmt. Bei mir wird es eventuell nur eine Testversion geben, bis ich mir das volle Spiel leisten kann, aber immerhin. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, freut mich. Ich hatte das bei dir so verstanden, als hättest du jetzt im Vorhinein schon eine Testversion zum Spiel bekommen. Nee, das leider nicht. Wir haben nur eine Nachricht bekommen, dass wir eine Version bekommen werden, sobald es rauskommt. Deswegen ich die Hoffnung habe, dass es eine volle Version ist, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ach so, okay. Ja, ich habe es tatsächlich schon vorbestellt, weil da konnte ich es, ich glaube für 30 Euro oder so, konnte ich das vorbestellen. Da habe ich mir gedacht, ja, passt, kriegt man diesen komischen DLC mit den Skins nochmal dazu, brauche ich eigentlich nicht, aber das Spiel hätte ich ja sowieso am ersten Tag, hätte ich ja sowieso am ersten Tag gekauft. Von daher tut sich bei mir da nicht viel. Jo, genau, und dann kommen wir wahrscheinlich jetzt zum Fazit. Also XCOM auf jeden Fall eine Sache, die uns schon jetzt ein paar Jahre begleitet hat, uns immer noch Spaß macht, würde ich mal so behaupten. Nach was weiß ich, wie vielen Staffeln von uns beiden. Und ja, ich bin gespannt, wie XCOM 2 denn sich über die Jahre halten wird. Ich glaube ja, dass es noch mehr Spaß machen wird als der erste Teil. Ja, da hoffe ich auch drauf. Vielleicht erlauben wir uns demnächst mal einen Versus-Modus oder sowas und schauen uns das mal an. Ah, bestimmt. Also ich habe mich schon bei einer Kampagne eingetragen, auf Seiten der Aliens gegen andere zu spielen. Von daher, ja. Ja, da hat man endlich die Möglichkeit, ein bisschen Propaganda zu streuen. Das ist doch... Ja, ja. Ja, ja. Building a better, a brighter future together. Ja, ja, genau. Ja, aber zu meinen Propaganda-Videos dann irgendwann später vielleicht. Genau. So. Ja, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.